Ahoi, ihr Lieben, herzlich willkommen mal wieder zu einem Kabinenvideo. Mein Gott, habe ich lange nicht gedreht. Wir sind auf Aida Sol und das ist eine ganz normale Balkonkabine, Kabine 7114. Und die gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Starten wir erstmal mit einem ganz groben Überblick. Ja, wir sehen von den Farben, ist es so, dass es warme Farben sind. Also, das ist schon mal sehr, sehr, sehr angenehm, wie ich finde. So, wir haben hier den typischen Baldachin über den Betten bei AIDA. Aber wir wollen jetzt erstmal beginnen hier vorne. Und zwar ist es so, dass man hier eine Bordkarte reinstecken muss, sonst hat man keinen Strom, beziehungsweise sonst hat man kein Licht. Die Steckdosen, die stehen weiterhin unter Strom. Das ist nicht unbedingt auf jedem Schiff so. Ja, hier sind dann einmal Badetücher, da habe ich noch warme Decken, wenn es ein bisschen kälter ist und ich mich aufs Pooldeck legen will. Das ist relativ intelligent gemacht hier mit den Bademänteln, damit man die bei Abreise nicht waschen muss. Wenn sie nicht benutzt wurden, packt man die hier in so einen Beutel und wenn der Beutel nicht aufgemacht wurde, dann können diese Beutel hier weiter liegen bleiben, auch für die nächsten Gäste. So, hier ist dann einmal noch ein Safe. Ja, der ist dann hier und da oben sind die Rettungswesten. Ganz wichtig natürlich und bei AIDA nimmt man auch die Rettungswesten mit zur Seenotrettungsübung. Das wird ja auch ein bisschen unterschiedlich gehandhabt bei den einzelnen Reedereien. Ja, hier sehen wir Platz, Platz, Platz. Schrank Nummer 1. Schrank Nummer 2, ach so, das ist auch relativ intelligent gemacht, weil man hat ja ganz normal so einen, ja, so einen Aufhänger, den man vor die Tür hängt, ob die Kabine nun gemacht werden soll oder nicht. Häufig ist es aber nur ein Aufhänger mit einer Vorder- und einer Rückseite und irgendwie kann ja da sonst was mal passieren, der kann runterfallen, jemand kann sich einen Spaß erlauben, den umdrehen, wie auch immer. Hier ist es so, dass man einmal zum Schlafen einen separaten hat, den man raushängt und einmal dann zum Putzen. Nicht so dumm. Ehrlich gesagt. So, Schrank Nummer 2, hier auch nochmal mit jeder Menge Bügeln. So, ja, hier stehen in diesen Zeiten, in Corona-Zeiten jetzt so ein paar Hinweise, wie man sich doch bitte an Bord verhalten soll. Idealerweise ist es dann aber so, wenn ihr irgendwann mal nach 2021 dieses Video schaut, dass das alles gar nicht mehr gilt. Deswegen kann das natürlich irgendwann auch entfernt werden, aber so weit ist es noch nicht. Ja, hier haben wir einen kleinen Schreibtisch. Nicht nur der Schreibtisch ist klein, sondern der Fernseher ist auch klein. Also man sieht ja, dass diese Schiffsklasse, auf der wir hier unterwegs sind, die ist letztlich geplant worden. Na, sagen wir mal so, ungefähr so 2003, 2004 hat man damit begonnen. Ja, und da konnte man sich nicht vorstellen, ne, dass man dann ja, deutlich größere Fernseher irgendwann mal hat. Also auf AIDA Nova dürfte der Standardfernseher wahrscheinlich dreimal so groß sein auf der Kabine. Aber hier ist es halt noch anders. Telefon haben wir hier. Hier sind die beiden Steckdosen. Denen kommt auch eine besondere Wichtigkeit zu, denn das sind quasi, ja, nicht, dass ich mich täusche, aber das müssten die einzigen Steckdosen sein hier im Wohnbereich. Hier wird eben alles geladen. Neben den Betten hat man keine, weil das früher eben nicht so üblich war, unbedingt. Weil man auch dachte, naja, die Leute haben Handy mit, das schließen sie da an. Aber dass man heute auch noch ein Tablet dabei hat und ein Laptop möglicherweise und dies und das, ja. Das ist heute eben anders. Hier ist der Föhn. So, den kann man auch nicht mitnehmen. Also wer sich schon gefreut hat, Mensch, ich brauche noch einen, der ist da fest befestigt. Ja, die Fernbedienung. Und ja, dann hat man hier so einen kleinen Sitz. Das ist dann hier schon mal gewesen. Ach so, ja, wo geht es denn dahin? Fragt sich jetzt der eine oder andere. Was soll das denn sein? Das ist nicht hier etwa der Schrank fürs Putzmittel, sondern es ist so, dass das eine sogenannte Verbindungstür ist. Der Witz ist, ihr könnt also die Kabine daneben auch buchen. Das geht dann, ich denke, nur mit einer AIDA Premium-Buchung, ne, wo man die Kabinennummern auswählen kann. Dann wählt man die auch und dann kann man irgendwie Verwandte, die Schwiegermutter, Kinder dort unterbringen und dann hat man immer mal die Möglichkeit, ja, hier einmal direkt durchzugehen. Das ist natürlich im Großen und Ganzen schon sehr nett. Ja, auf dem Bett habe ich soweit gut geschlafen. Man hatte eine Zeit lang mal bei AIDA Kopfkissen, mit denen ich nicht klarkam, weil die sehr hoch und voluminös waren. Diese Kopfkissen sind es nicht. Also gut, das ist ein sehr kleines, aber das hier ist ein Standardkopfkissen, auf dem ich wirklich gut geschlafen habe. Ja, da ist der Nachttisch. Und dann hat man, wenn man so wie ich jede Menge technischen Kram dabei hat, ein Regal, wo wirklich nochmal viel Fläche ist. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. In diesen Zeiten auch dabei ein paar Masken, die es dann gibt. Und ja, Taschentücher. Und dann gibt es Wasser. Dieses Wasser ist nur im Reisepreis enthalten, wenn ich eine Kabine im Premium-Tarif gebucht habe. Ja, also das hier zum Bett. Ja, dann bin ich ja immer der Experte hier für das Verdunkeln von Kabinen. Auf der Verdunkelungsskala von 1 bis 10 würde ich eine 6 vergeben.
Also ja, es ist so eine sehr mittelmäßige Verdunklung. Also es war dann eigentlich so, dass ich eigentlich regelmäßig so ab 4 Uhr morgens, wo es langsam hell wurde, brauchte ich dann langsam die Schlafmaske, so dass ich meistens dann abends schon mit Schlafmaske ins Bett gegangen bin, weil das mir einfach zu hell war. Ja, also das ist immer so der Punkt, wenn man da empfindlich ist. Und ihr wisst, ich bin es, viele von euch sind es nicht, deswegen ist es da nicht so die Schwierigkeit. So, das hier ist ja ein Sessel, der kann eben genutzt werden als Sessel oder er kann umgebaut werden zu einem dritten Bett. Ja, also dann ist es möglich, da das Kind zum Beispiel schlafen zu lassen. Das hier ist dann auch ein Multifunktionsmöbel, wenn man so will, kann ich also als Tisch benutzen oder wenn man sagt, so, na, da will ich mich draufsetzen, nehme ich den Deckel runter, wenn ich es ein bisschen weicher haben will. So, dann kann ich mich darauf setzen. Also, das ist nicht so dumm gemacht. Dann habe ich den Stuhl von da vorne noch und dann können im Grunde hier alle drei Leute können hier sitzen. Wobei da können sogar zwei rauf. Also, ja, das ist schon ganz gut gemacht im Großen und Ganzen. Hier vorne ist der Auslass der Klimaanlage. Manche befürchten ja, so um Gottes Willen, das pustet hier aufs Bett. Ich habe da nicht entsprechendes gemerkt, ehrlich gesagt. Also, hier scheint auch gar nicht so wirklich was auszukommen. Klima ist hier gut. Aber die scheint recht leise zu arbeiten. Leise und unauffällig. So, gucken wir mal auf den Balkon. So, der hat so eine ja, knappe Größe, sagen wir mal so. Ach so, ja, jetzt kriege ich es hier gar nicht auf. Woran liegt das? Beziehungsweise, nee, das liegt nicht daran, dass vielleicht, weil ich gerade so blöd war. Ich wollte aber hier oben noch die Türsicherung zeigen, denn das ist eine Frage, die ich neulich auch bekam. Wir wollen mit einem dreijährigen Kind auf Kreuzfahrt gehen. Wie ist denn das? Kann der denn die Balkontür aufmachen? Das wäre ja so ein bisschen so der Albtraum, dann klettern da auf den Stuhl und so. Ja, aber nein, hier kann man das Ganze verriegeln. So, und dann hat das Kind keine Chance, weil darauf zu klettern dürfte jetzt nicht so wirklich gelingen, bei einer gewissen Größe, selbst wenn man hier auf den Tisch oder so klettert. Das ist quasi unmöglich. So, gucken wir den Balkon. Also von der Größe her so, ja, gerade so. Ja. So, das ist dann einmal ein Aschenbecher. Das bedeutet, man darf hier auch rauchen. Ansonsten ist es so, ja, ich habe diese beiden Sitze mit einer verstellbaren Rückenlehne. So, was besonders schön ist, ich habe jetzt hier nicht irgendwie einen Überhang oder irgendwie sowas. Das gibt es teilweise, gut, da ist die Brücke, aber das gibt es teilweise auf neuen, größeren Schiffen, dass da ja, der Stahl hier noch deutlich rüberhängt und dann hat man sehr eingeschränkt nur die Sonne auf dem Balkon. Also solche Scherze gibt es hier nicht. Meine gut, man kann hier jetzt noch bei den Nachbarn oben raufgucken. Ach, guck mal, die haben den größeren Balkon hier. Das ist sicherlich ist eine nettere Größe noch da auf Deck 6. Ist dann allerdings auch ein etwas anderer Kabinentyp. So, da sieht man das Theatrium. Ach so, und was ich natürlich nicht vergessen will, ist hier die wunderbare Hängematte. Das ist ja etwas, ja, was ich würde mal sagen, das war, also dass das so im großen Stil eingeführt wurde, das war 2007 bei AIDA mit der Hängematte auf dem Balkon. Also das ist schon was ganz Besonderes. Ja, diese Matten sind, wenn man die kauft, sind relativ teuer, weil das spezielle Materialien sind. Ja, aber das ist natürlich schon was ganz Besonderes, ne, sich da mal raufzulegen und ja, das Meer zu genießen. So, viel haben wir nicht mehr. Das Bad kommt noch. Auch nicht ganz unwichtig. Ja gut, hier kann ich die Temperatur verstellen. Ich kann die Klimaanlage nicht komplett ausstellen, aber ja gut, das ist, finde ich, für mich relativ unproblematisch. Ich habe da nicht so die Probleme mit, aber ich weiß, einige zieren sich da etwas mehr. So, die Duschkabine. Ja, wunderbar. Soweit, ne? Also sieht auch alles gut aus. Ja, hier ist auch noch mal jede Menge Platz, wo ich Dinge rauflegen kann. Und ja, hier gibt es Seife hier drin. Ach so, ja, da übrigens Duschgel und Shampoo, die Kombimischung, überhaupt gar kein Problem. Es gibt Leute, die sind ein großer Fan von diesem Duft und kaufen das dann für zu Hause. Gibt es alles. Ja, ich habe mich mittlerweile ein bisschen arrangiert mit dem Wasserstrahl, der da rauskommt. Das ist, ich habe mir mal erklären lassen, ich glaube 3, noch was Liter pro Minute. Das ist, man denkt so, Mensch, das ist, huch, oh Gott. Na, das ist der Vorführeffekt hier. Hat Husten hier der Wasserhahn. Also da kommt relativ wenig raus, weil man da ein spezielles Wassersparventil hat. So, ich habe mich mittlerweile damit arrangiert. Früher fand ich das doof. Mittlerweile habe ich aber irgendwie kapiert, dass es irgendwie auch wichtig ist, an solchen banalen Stellen auch Wasser zu sparen. Ja, weil das eben ganz schön viel ausmacht. Ich habe bei mir zu Hause jetzt so einen Wasserspar-Duschkopf.
Ja, und das ist eine gute Geschichte, finde ich auf jeden Fall, weil man da plötzlich nur noch ein Drittel von dem Wasser verbraucht, ne? Ja, am Ende müssen wir die Umwelt schützen. Das ist ja ganz wichtig. So, Toilette. Ja, hier ist dann ein Spuckbeutel wie im Flugzeug. Und hier auch nochmal Platz, Platz, Platz. Das war sie im Detail hier, die Balkonkabine auf Aida Sol. Wenn ihr mal Angebote checken wollt, dann klickt da auf den Link und Daumen hoch wäre noch super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.